Hallo, mein Name ist Jens Oertel, ich bin der Baumentor und ich weiß, was die Bäume denken. Auf diesem Kanal lernt ihr Bäume zu verstehen und besser mit ihnen umzugehen. Heute beschäftigen wir uns mit dem würgenden System. Viele Techniken wie Kambiumschoner und Twinline und was auch immer, Joker, funktionieren nach dem Prinzip des würgenden Systems. Wenn man das verstanden hat, hat man die Möglichkeit, diese Systeme für sich optimal zu nutzen oder aber vielleicht auch neue Varianten zu kreieren und diese auszuprobieren. Das setzt ja, wie gesagt, voraus das Verständnis für diese Materie. Wir zeigen verschiedene Möglichkeiten, die Vor- und Nachteile und viel Spaß damit. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr das Seil im Baum befestigt. Und zwar kann es dann dazu dienen, dass man damit aufsteigt oder dass man sich ablässt. Auf jeden Fall geht es darum, das Prinzip ist im Grunde genommen folgendes bei dieser ganzen Geschichte. Wir haben hier eine Schlaufe oder in dem Fall dann ein Karabiner. Machen wir hier unser laufenden Spierstichknoten und da hängen wir jetzt mal einen Karabiner rein und das Prinzip ist jetzt folgendes. Ich habe jetzt hier meinen Karabiner, werfe den hier rüber. Ja. Dieses Prinzip ist dann universell für den gesamten Seileinbau. Ja. Also das heißt, ich mache hier eine würgende Schlinge, die zieht sich hoch, zieht sich fest. So, und jetzt habe ich hier mein Seil, auf den ich hochsteigen kann. Dieses Prinzip ist wirklich die Grundlage von allem. Ja? So, wenn ich den wieder haben möchte, jetzt sehen wir das Problem, wenn der ganz oben ist, ich habe den da oben eingeworfen, ich kriege ihn nicht raus, ohne hier dran ziehen zu können. Ja, da gibt es dann die Möglichkeit, dass ich mir ein anderes Seil nehme. Zum Beispiel dieses hier und befestige an diesem Seil, an diesen Karabiner noch mal ein Seilende. Wie gesagt, es geht hier um Prinzipien, die man verstehen muss und dann versteht man den Rest auch. So, das heißt, wenn ich jetzt hier hochziehe, jetzt ist hier mein gelbes Seil straff und wenn ich das wieder runter haben möchte, dann brauche ich bloß mit dem anderen Seil ziehen. Und dann kriege ich es wieder hier hin und kann wieder ganz normal ausbauen. Das Seil könnte genauso gut auch eine Pilotschnur sein, also relativ dünn. Die muss nicht so viel abkönnen. Der Zug ist jetzt nicht so enorm, den es braucht, um ihn hier runter zu kriegen. Es kann aber auch ein anderes Seil sein. Oder ihr macht die Methode, die sich daraus entwickelt hat, aus diesen beiden zusammengesetzt, weil es sind ja immerhin zwei Seile und wer braucht das schon? Also machen wir jetzt noch mal kurz das hier ab. So, die Idee war gewesen, dass man natürlich nicht mit 20 Seilen am Baum rummacht, sondern dass man vielleicht nur ein Seil nimmt. So, das heißt, ich habe jetzt hier mein Seil. Ich mache jetzt hier einen Schmetterlingknoten rein. Ja. So. Stecke jetzt das andere Seilende hier durch. So, und jetzt wird der hochgezogen. So, ich habe hier jetzt mein Seil, was ich belasten kann. Und ich habe hier noch ein Seil. Und dieses Seil ist wieder dieses Zusatzseil, was ich eben beim Karabiner befestigt habe, dazu gut, um das Seil wieder auszubauen. Wenn ich hier dran ziehe, kommt es wieder runter und ich kann es ganz normal ausbauen. So. Natürlich muss ich jetzt nicht hier der Nachteil von diesen Schmetterlingsknoten ist, ich muss extra das Seilende hochheben, hier reinfädeln. Wenn es natürlich ein bisschen länger ist, ist natürlich echt problematisch. Ja, so. Deswegen gibt es natürlich die elegantere Lösung, indem man sich einfach, man könnte jetzt einen Karabiner in den Schmetterlingsknoten reinmachen. Ja, der zappelt aber ein bisschen viel. Was auch noch geht, wir lassen den Schmetterlingsknoten weg, nehmen die Spierenstichlinge und fixieren damit unser Seil. Ja, das sieht dann so aus. Also die
Auf der Hand gewickelten Spierenstichlinge habe ich ja mal in einem Video gezeigt. Könnt ihr hier oben angucken. So, jetzt haben wir hier unsere Schlinge, also das Auge, was jetzt der Karabiner ist. Ich kann das jetzt so durchführen oder ich kann aber auch den Karabiner aufmachen. Das Seil dann hier einführen und schon habe ich hier die ganze Konstruktion, wie sie sein muss. So, jetzt habe ich hier mein Seil. Kann mich jetzt hier super genau aufsteigen. Und wenn ich mein Seil wieder bergen will, dann ziehe ich ihn wieder an diesem Ende. So, das ist erstmal das Prinzip hiervon. Ja? Dieses Prinzip, wie gesagt, es basiert alles auf das würgende Auge, was wir machen. Und daraus ergeben sich natürlich dann noch neue Möglichkeiten. Ja? Man hat manchmal das Problem, wenn der Ast zu groß ist oder eine bestimmte Größe eben hat, dass sich dann dieser Knoten, den wir jetzt hier machen, dass der sich da oben rumlegt und einen Ausbau erstmal erschwert. Ja? Das wäre, machen wir den hier wieder, zack. Dann machen wir einfach Folgendes. Wir machen einen zweiten Karabiner, eine Etage drunter. Und damit haben wir die Möglichkeit, das Seil sehr elegant rauszukriegen. Ihr seht gleich, wie das sich verhält da oben an der Zugspitze. So, wir haben jetzt die beiden hier fixiert. Jetzt ziehen wir unser Seil hier hoch. Nur der eine Karabiner legt sich jetzt um das Ding rum. Wenn ich jetzt hier ziehe, ja, vielleicht kann man es ja ein bisschen sehen, der kann nicht so weit auseinander, weil das Problem mit dem Hängenbleiben, mit dem möglichen Hängenbleiben, liegt immer daran, wenn sich diese Seilenden zu weit auseinander bewegen. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum man es machen kann. Und wie ihr seht, verhindert dieser Karabiner, dass die beiden Seilenden sich auseinanderziehen und ich kann hier ganz bequem den runterziehen. Dasselbe Phänomen hat zum Beispiel ART in ihrem Rope Guide Twinline im Absorber eingebaut. Sie haben unten eine Rolle rangemacht, sodass das quasi dieser Effekt hier dafür sorgt, dass man auch aus komplizierten Seilverläufen immer noch einen relativ soften Ausbau machen kann. Ne? Also das ist das Prinzip, sollte man wissen, kann helfen. Ne? So, jetzt haben wir die andere, das haben wir erstmal soweit durch. Das ist im Grunde genommen ein äußerer Seilverlauf. Jetzt haben wir noch die andere Möglichkeit, die stelle ich euch auch gerne mal vor. Und zwar den inneren Seilverlauf. Wobei ich den nicht für unproblematisch halte, den inneren Seilverlauf. Das wäre, wenn ich jetzt hier mein Seil habe, dann wäre das ist der innere Seilverlauf. Ja, das heißt, ich habe dann hier insgesamt drei Stränge oder sogar vier. Letztendlich reicht es, wenn ich hier diesen Teil belaste. Ja, hier kann ich mich reinhängen, alles schick. Der Vorteil von dieser Variante, müssen wir nochmal machen. Das ist halt, wäre, dass das Seil sich da oben automatisch öffnet. Ich sag mal so, der wird erst so richtig klar, dieser Vorteil vom inneren Seilverlauf, wenn ich ihn mit der klassischen Würgemethode kombiniere. Also das heißt, ohne die Möglichkeit, dass ich ihn halt abziehen kann. Also wir nehmen wieder unser Seilende und haben jetzt hier diesen Würgeknoten, der, wenn er jetzt hier drüber geht, ja, und ich würde ihn, und ich würde ihn jetzt hier zumachen, kann ich ihn ja eigentlich nicht
wenn er höher ist, nicht mehr runterkriegen. Ja? In dem Fall hilft er die Variante. Das heißt, ich öffne gar nicht den Karabiner, sondern nehme einfach nur eine Schlaufe raus und ziehe ihn jetzt hoch. Zack. So, da habe ich einen inneren Seilverlauf. Hier ist das äußere Seil noch dran. Ich kann mich jetzt hier ganz normal an diesen einen Strang, der noch wie gehabt ist, ranhängen und aufsteigen. Und mit einem anderen Karabiner, mit einem HMS-Knoten, könnte ich dann hier ganz normal runterkommen und mich hier abseilen. Kein Problem. Ja, das wäre dann hier diese Variante. Das geht. So, wenn ich damit fertig bin, brauche ich bloß an diesen Ende zu ziehen und dann löst sich die Konstruktion wie von Geisterhand auf. Und ich habe hier keinen, bei den anderen beiden Sachen, da fängt das Seil, was jetzt hier oben rumgelegt ist, na, wenn ich das jetzt hier habe, das fängt an, das muss hier oben drauf rumreiben. Und diese Reibung kann zum Problem werden, je höher das ist und je breiter der Ast ist, wenn noch andere Äste dazwischen sind, dann kann diese Reibung hier wirklich problematisch werden. Also dann müssen wir extrem hart dran ziehen. Und um das zu vermeiden, machen wir einfach quasi diesen Seilverlauf hier. So, wir haben ihn dann hier dran. Ja, dieses Seil hat nur die Bedeutung zum Abziehen. Ja, und ich fixiere mich komplett auf diesen Seil, hänge mich da ein und mache und tue. Ja, also wie gesagt, das muss man verstehen. So, und wenn ihr das mal beobachtet, jetzt ziehe ich es ab und da oben reibt gar nichts. Nix. Ja, immer noch nicht, immer noch nicht. Und jetzt dieses kurze Stück kommt da jetzt hier ganz locker runter. Kann von Vorteil sein. Ja. Das Ganze funktioniert natürlich auch um den Baum gelegt und da macht es so ein bisschen Sinn. Ja, ich habe hier einen Stamm, eine Stammabtragung, nehme hier wieder meinen. So, jetzt muss ich mir natürlich ein bisschen Seil generieren. Ja, ich habe den oben jetzt abgesägt und will jetzt eine Etage tiefer bei der Stammabtragung und komme jetzt hier. Simulieren wir hier den HMS-Knoten. Das wäre hier. So, hiermit steuere ich das natürlich. Je mehr ich ziehe, desto mehr bleibt es drin. Hier seht ihr, wie das Seil halt runterkommt. Ja, ich könnte natürlich so auch aufsteigen. Alles klar. So, jetzt bin ich auf meinen Punkt angekommen, habe mich festgemacht, stehe mit den Steigeisen wieder im Baum. Und jetzt muss ich nur an diesen Ende ziehen. Ja, ich muss, habe jetzt den nur einfach rumgelegt und er kommt runter. Ja, ist natürlich ein Vorteil gegenüber diesem System hier, wenn ich jetzt mich am Stamm festmache mit einem Abzugseil im vorgesehenen. Ja, machen wir mal. Klappt mir immer. Ja, jetzt bin ich jetzt hier. Jetzt würge ich hier mein System. Ja, das ist jetzt hier relativ weit oben gewürgt. So, hier hänge ich jetzt drin, ganz klar. Und wenn ich jetzt abhaben will, also ich den mal rausnehmen, damit es hier deutlich wird, wo das Problem liegen kann. Gerade bei großen Stämmen habe ich dann, ich bin weiter unten. Ja, und jetzt muss ich hier den so abziehen. Seht ihr, der muss reiben. Und ich ziehe ihn ja meistens nach unten. Und das kann natürlich zu Problemen führen. Wenn jetzt hier noch ein kleiner Ast zwischen ist, ist jetzt nur ein Ast zwischen, der krangelt den noch ein bisschen. Das Seil zieht die ganze Zeit, reibt über den Baum, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, deswegen ist die Methode von Nico hier ganz gut, dass man sich dann halt
daran abseilt. Ich habe ja in meinem anderen Video, könnt ihr hier oben gucken, verbotene Technik, habe ich ja gezeigt, dass es natürlich auch anders geht, indem man sich quasi ein würgendes Seil nur macht. Das hat, wie gesagt, ist in der Technik begründet, die da mit gemacht wird, nämlich Stammabtragung, indem mein Bodenmann oder meine Bodenmänner, die ja da sind, ja sowieso helfen. Ja? Ich habe hier mein würgendes System wieder am Seil, hänge das quasi hier ein. Ich brauche letztendlich ist die Grundkonstruktion die, dass ich hier ein Seil brauche, das wird meistens oben in der Spitze hängen, womit der ganze Baum in eine Richtung gezogen wird. Dafür braucht man nicht viel Kraft, aber du brauchst einen guten Ankerpunkt. Diesen Ankerpunkt, der zum Ziehen eben super ist, den nutze ich natürlich bei der verbotenen Technik, um runterzukommen. Was ich aber nicht mache, ich verlasse mich nicht auf dieses Seil, weil das ist ja eigentlich ein Lastenseil. Sondern ich verlasse mich auf meine Kurzsicherung. Das heißt, ich bin nicht wirklich in diesem System jetzt hier drin. Das nutze ich nur als Bewegung, um jetzt quasi mich vertikal bewegen zu können. Letztendlich bin ich mit meiner Kurzsicherung gesichert. Ja? Das vergessen viele, wenn sie das kritisieren, weil wenn das System versagt, hänge ich sofort in der Kurzsicherung. Und das ist mir eigentlich, weil bei diesem Runterklettern oder leichten Abseilen entstehen nicht so viele Kräfte. Ich habe hier aber nur ein Seil. Ja? Da ich sowieso das Seil oben brauche, ich muss es nicht ausbauen, es wird ja dann runtergezogen. Ist das machbar? Wie gesagt, manche finden es nicht schön. Muss man nicht machen, kann man machen. Sollte man aber genau wissen, warum man es macht. Weil es würde nichts nützen, so ein System zu nutzen, wenn ich jetzt immer nur so kleine Stücken abtrage. Weil da, weiß ich nicht, da sehe ich nicht den Sinn drin. Aber wenn ich halt 5 Meter Stammstücke umkippen lasse, die kriege ich nicht geschoben. Ja? Auch nicht gekeilt großartig, wenn ich dann noch am Baum hänge in 10, 15 Meter Höhe. Da brauche ich schon die Hilfe von meinen Bodenleuten. Und die können natürlich super gut ziehen mit einem Seil, was an der Spitze oben, haben sie einen guten Hebel, was da eben befestigt ist. Ja? So ist das zu erklären. Wie gesagt, Nico würde dann halt eher so eine Sachen favorisieren, indem er sagt, das Seil, da kletter ich überhaupt nicht dran. Das machen die meisten, das ist völlig in Ordnung. Und ich baue zusätzlich zu dem System, baue ich mir ein Seil ein, an dem ich jetzt speziell nur kletter und mache dann quasi diese Technik hier. Ja, hier dran fahre ich dann runter und wenn das dann erledigt ist, dann hole ich mir das Seil zurück und komme runter. Finde ich, hat seine Berechtigung auf jeden Fall, muss aber jeder selber wissen, wie er das damit klarkommt. Weil wir haben ja dann in dem Moment zwei Seile hier während der ganzen Geschichte über uns. Und so habe ich nur dieses eine Seil, mein anderes Sicherungsseil, mit dem ich dann auch das Seil hochziehe. Das habe ich hier hinten dran, kann ich jederzeit zuschalten. Ja, wie gesagt, man muss da oben auch ein bisschen für Ordnung sorgen. Und insofern, ja. Hat euch dieses Video geholfen, beim Seileinbau neue Sachen rauszufinden? Ja, dann abonniert doch gerne den Kanal. Vergesst dabei nicht, die Glocke zu aktivieren, denn auf diesem Kanal lernt ihr Bäume zu verstehen und besser mit ihnen umzugehen. Mein Name ist Jens Oertel, ich bin der Baumentor und wir freuen uns auf ein nächstes Video.